lieben Diamonds und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Wir machen am Yoda weiter. Ich bin im Moment so weit schon gekommen. Und ich dachte mir, ich nehme euch mal mit auf die Reise. Heute wird es ein kleines Video, wo ich ein bisschen mit euch rede. Und zum Schluss hin lasse ich mit Musik ein wenig Speedpainten. Das heißt, ihr seht dann, wie ich vorankomme und hört dabei ein schönes Lied. Ja. Ja, wie ihr gesehen habt, ich habe am Wochenende gezeigt, wie man diese Listen hier laminiert. Und ich habe euch eine Firma gezeigt, also Unboxing gemacht von Bildern, die ich unbedingt zeigen wollte. Ihr habt auch... Ich habe mitbekommen, ihr habt fleißig den Code benutzt. Ihr habt mir alle geschrieben, dass ihr bestellt habt dort. Finde ich super, finde ich toll. Das zeigt mir, dass ihr meine Videos wirklich richtig guckt und dass ihr auch denselben Geschmack habt wie ich von Bildern her. Jeder fragt nach Baby Yoda, jeder fragt jetzt nach dem Bücherbild. Also die Bilder, die ich habe, hättet ihr auch gerne. Ich finde es toll. Und in den nächsten Tagen werde ich hier abwechseln. Ich werde Yoda natürlich mit euch weitermachen. Ich werde das Buch painten. Und dann schauen wir mal, welches Bild als erstes fertig ist. Also, ich habe mega viel Spaß hier mit dem Kanal. Der Kanal wächst. Die Kommentare werden mehr. Ihr interagiert mit mir inzwischen mehr. Ich freue mich da jedes Mal, wenn ich einen Kommentar von euch bekomme. Macht riesig Spaß, mit euch zu schreiben. Also kommentiert mir gerne hier drunter, wie es euch geht, was für Projekte ihr gerade macht, was für Bilder ihr euch noch wünscht, auf der Wunschliste habt, vielleicht bei AliExpress oder bei Creative Painting, bei Your Diamond Painting oder bei, weiß ich nicht, woher ihr eure Bilder alle holt. Ich teste ja im Moment sehr, sehr gerne verschiedene Händler. Und ich glaube, ich bleibe jetzt bei denen, wo ich meine Bilder her habe. Denn da fahre ich ganz gut mit. Die Steine und die Bilder sind einfach top. Wie ihr hier seht, das hier ist von Your Diamond Painting. Baby Yoda und die Steine. Da hebt sich keiner, da ploppt keiner. Ich zeige euch das nachher auch nochmal per Nahaufnahme. Also hier mit dem Bild habe ich gar keine Probleme. Die Steine sind top. Und der Druck auch. Und ich freue mich schon, wenn es fertig ist. Deshalb bin ich auch schon gespannt auf das Bild von der anderen Firma, von Creative Painting. Wie da die Steine so sind, wenn man sie legt. Das wird spannend, ich sage es euch. Deswegen seid alle auch ganz lieb gegrüßt, alle die zuschauen, alle neuen Abonnenten, alle alten Abonnenten und die ganzen Firmen, die zuschauen, die mich schon angefragt hatten oder die ich angefragt hatte. Ich grüße euch herzlich von Herzen. Ja. Schön, dass ihr zuschaut. Und ja, bei mir trifft auch die Tage eine Lieferung von AliExpress ein. Die werde ich euch dann natürlich auch zeigen. Das gehört ja auch dazu. Ansonsten, was gibt es dann noch zu erzählen? Wie geht es euch denn eigentlich mit dem Mundschutz? Also ich gehe in letzter Zeit echt nur noch ungern einkaufen. Ich schwitze jedes Mal und bin völlig fix und alle, wenn ich da aus dem Laden komme. Ohne Asthmaspray geht dann nichts. Und auch wenn viele sagen, hör mal, wenn du was mit der Lunge hast, dann brauchst du doch die Maske nicht tragen. Ich trage sie trotzdem, um andere zu schützen, falls ich irgendwann diese Krankheit in mir trage. Was ich nicht glaube, aber ich schütze gerne die anderen. Ich selber bin ja nicht geschützt. Ne? Es trägt ja leider auch nicht jeder die Masken. Zum Beispiel in der Bahnhaltestelle heute. Ich gehe runter und bin die Einzige, die die Maske anhatte. Obwohl ausgeschildert ist, man soll da Masken tragen. Das fand ich natürlich... nicht so prickelnd, ne? Aber was will man machen?
Dann habe ich heute meine an die 100 Schiffchen verschickt. Meine Diamond Painting Schiffchen. An jemanden, der sie mir abgekauft hat. Bevor ich die wegwerfe, dachte ich mir, gebe ich sie jemandem, der die braucht. Und ich habe der Dame dann auch noch zwei selbstgemachte Stifte mit reingepackt. Ich hoffe, da freut sie sich drüber. Ach, jetzt war kein Steinchen dran hier. Ja, und Livestream-mäßig, ein Livestream wird es ab dem 24.06. geben. Dann haben wir nämlich eine neue Internetleitung. Ich hoffe, es funktioniert dann alles so, wie ich will. Und was ihr da plätschern hört, ist mein Mann, der in der Küche gerade Wasser aufdreht. Falls ihr es gehört habt. Was gibt's noch Neues? Unser Arbeitszimmer ist soweit fertig. Mein Mann hat jetzt auch eine Ecke. Ich zeige euch gleich mal den ganzen Raum. Zeige ich euch mal die Bastelecke von ihm und meine Kreativecke. Also es ist, meine Ecke ist noch nicht komplett. Ich möchte dann auf jeden Fall noch ein Regal ranmachen. Und einen Schreibtischstuhl, einen richtig gemütlichen, möchte ich mir zulegen. Aber ich habe wirklich im Moment nicht das Geld dafür. Das geht noch nicht. Da muss ich sparen. Dann hatte ich die Tage gelesen, dass viele von einer bestimmten Firma für 12 Euro Fixierung kaufen. 12 Euro, muss man sich mal vorstellen. Ich zeige euch jetzt mal was. Ihr lieben jungen Dinger, die ihr darauf reinfallt, weil eine YouTuberin mit über 10.000 Abonnenten, also, ne, dafür Werbung macht, holt lieber das hier bei Action 1,29 und da könnt ihr mehrere Bilder mit fixieren, weil man es dünn aufträgt und es sehr ergiebig ist. Glänzender Acryllack von Action in der Bastelabteilung. Steht bei den Acrylfarben direkt daneben. Ist ein kleines Fläschchen. Handgroß, wie ihr seht. Holt euch lieber dieses hier ein paar Mal. Ein paar Flaschen davon. Da habt ihr mehr von als von einer so einer Flasche von, ich sag mal, Pigmondo. Ne? Lasst euch da bitte nicht übers Ohr hauen. Ich musste das jetzt mal aussprechen, weil ich das jetzt echt oft gelesen habe. Oh, das ist ausverkauft oder ich habe das genutzt. Und ihr Lieben, ihr könnt genauso gut Acryllack oder Baufarn vom Baumarkt nutzen. Da kommt ihr günstiger bei weg. Und es ist genau dasselbe Zeugs. Ich sag euch das als guten Rat. Lasst euch nicht übers Ohr hauen, bitte.
Dann habe ich einer Freundin von mir empfohlen, doch auch YouTube zu machen. Die bekommt jetzt auch ihr Arbeitszimmer und alles drum und dran. Ich verlinke sie euch mal in der Videobeschreibung. Geht mal da drauf, lasst ihr ein Abo da und grüßt mal ganz lieb von mir in den Kommentaren. Sie fängt gerade erst an, die Pinkies Kreativwelt. Lasst ihr gerne ein Abo da und schaut mal bei ihr vorbei. Sie macht demnächst mehr Videos. Sie hat jetzt ein Stativ gekauft. Und dann geht's richtig los. Wollte ich nur empfohlen haben. Und wenn ihr Lieben gegrüßt werden wollt oder, dann schreibt mir doch eine E-Mail. Die E-Mail-Adresse ist auch in der Videobeschreibung und ich würde mich über alles freuen, was ihr mir schreibt. Wenn ihr gegrüßt werden wollt, wenn ihr Tipps haben wollt, wenn ihr Fragen habt. Ich bin für euch da. Jederzeit Tag und Nacht. Ich sitze sehr viel am Handy und lese E-Mails und schreibe E-Mails. Von daher beantworte ich auch alles. Ja. So, und ab jetzt lasse ich ein bisschen Speedpainting laufen. Ich wünsche euch ganz viel Spaß damit und wir sehen uns dann beim nächsten Video, wenn es heißt, wir machen das Bücherbild. Also, ich hoffe, ihr habt euch nicht zu sehr gelangweilt und schaut euch jetzt das Speedpainting an. Dann komme ich hier bei dem Bild ein bisschen weiter und ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Ich drücke euch aus der Ferne und bleibt mir gesund. Eure Annie. Tschüss. So, und dann fangen wir mal hier in der Ecke an. Da hat sich nicht viel getan, aber ich habe hier mein Zeichnertischchen. Darunter habe ich noch ein paar Sachen verstaut, die noch in ein Regal kommen, was ich mir noch anschaffen werde. Dann hat mein Mann hier seine Technikecke. Der freut sich riesig, dass er hier auch jetzt ein bisschen werkeln darf. Er hat hier sein Werkzeug und ich habe meine Painting-Ecke mit meinem Butler. Meine ganzen Steine drin sind meine, hier die ganzen Projekte, die ich noch zu machen habe. Schublade Nummer 2, Schublade Nummer 3. Hier ist mein kleiner Zeichnertisch für die kleinen Bilder. Meine Fensterbank, mein Lichtpad und so sieht mein Studio aus, wenn ich filme. Hier dran ist mein Handy, wenn ich filme. Also für alle, die sich fragen, wie ich das mache, genau so. Hier sind die Steine vom Projekt Yoda und mit dem Laptop schneide ich im Moment. Jetzt muss ich gucken, dass ich mir einen anderen Laptop besorge, weil der ist ja nur ausgeliehen. Hier sind auch noch Kleinigkeiten drin, wie Kabel für das Lightpad und so. Dann habe ich hier von verschiedenen Firmen, am meisten New Diamond Painting natürlich, Diamond Paintings in den Kartons, Action Diamond Paintings, Action Sticker, mein Bullet Journal. Da sind noch Steinchen drin, da sind noch Kleinkrams drin. Ja, unfertige Bilder, fertige Bilder, das Sternzeichen zum Beispiel hänge ich noch auf. Und hier sind die Bilder, die ich noch machen muss, zum Beispiel. Und dieses hier wollte ich nächste Woche machen mit euch. Ja, und ein paar kleine Bilder. Und das wäre meine kleine Studioecke, wie sie jetzt im Moment aussieht. Und wenn mein Mann Lust hat, kann er an seine Werkbank. Ja, so sieht mein Arbeitszimmer aus, also unser Arbeitszimmer. Hier kommen natürlich noch ganz viele Diamond Paintings an die Wand, hoffe ich mal. So, die kleine Führung hat euch hoffentlich gefallen. Ich halte euch auf den Laufenden, wenn sich hier was tut, wenn sich hier was verändert, wenn das nächste Regal kommt und so weiter. Ja, und bis dahin wünsche ich euch einen ganz schönen Montagabend und wir sehen uns beim nächsten Video. Wenn ihr Wünsche habt, hinterlasst sie mir in den Kommentaren
Und wenn ihr mich noch nicht abonniert habt, dann lasst mir doch ein kostenloses Abo da. Ich würde mich riesig freuen, euch in der Community begrüßen zu dürfen. Und lest zwischendurch meine Community-Posts, denn da halte ich euch auf den Laufenden, was die Videos betrifft, wenn ich ein Video mal nicht online stellen kann oder wenn ich eine neue Videoidee habe oder Umfragen starte. Schaut dort immer wieder rein und ja, wir sehen uns. Ganz liebe Grüße, eure Annie. Und denkt an die Rabattcodes, ne, in den Videos, die ich davor gemacht habe. Nutzt die Rabattcodes. 20% Rabatt bei Creative Painting und 10% Rabatt bei Your Diamond Painting. Beide sind sie super günstig im Moment und beide haben sie Schnäppchen. Also schlagt zu. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß. Und bis spätestens übermorgen, ne? Tschüss, ihr Lieben.